Ist das Leben in der großen Stadt nicht wundervoll? Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Mal wieder eine Sonderfolge, so eine zwischendurch, bevor irgendwas Großes mal wieder passiert, denn wir haben mittlerweile ja Anfang 2017, frohes Neues. Und Ende 2016 war der 20. Geburtstag von Diablo, also von Diablo 1. Und deswegen gibt es jetzt in allen Blizzard-Spielen ein kleines Diablo-Event. Also in manchen nicht mehr so aktuellen Spielen, sagen wir mal StarCraft 2, weil da ja immer nur noch so kleine Sachen rauskommen. Da gibt es dann auch nur kleinere Sachen. In Overwatch gibt es leider auch nur kleine Sachen, aber dafür waren da jetzt andere Events. Also zum Beispiel in StarCraft und Overwatch gibt es einfach nur Anzeigebilder und in Overwatch zum Beispiel auch noch Sprays. In Diablo 3 selber gibt es das alte Endgame, wo man durch die Kathedrale von Tristram runtergeht, in den Boden, in die Tiefe hinabsteigt, um Diablo zu besiegen. Und man kann sich nur auf bestimmte Art und Weise bewegen. Also man kann, glaube ich, nur in 8 Richtungen laufen. Also hoch, runter, links, rechts, oben, links, oben, rechts, unten, rechts, unten, links. Was gibt's noch? Ja, Overwatch ist nichts. In Heroes of the Storm gab's einen Brawl. Der ist schon im letzten Jahr noch gewesen. Weil da hat das zeitlich gepasst. Was gibt's noch? In World of Warcraft gibt es das Q-Level. Sprich, in Diablo 1 gab es mal ein geheimes Level, dafür musste man irgendwas machen. Ich habe Diablo 1 leider nie gespielt, muss ich mal nachholen. Und das Q-Level war eben, ja, das Q-Level war so ein Geheimlevel irgendwie. Wie die Geschichte dahinter ist, kann ich euch wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall ein Geheimlevel und Blizzard hat das immer so ein bisschen verheimlicht. Nein, es gibt kein Q-Level und irgendeiner hat das dann mal gefunden. Dann war das so ein richtig cooles Event für die Spieler, dass sie es selber rausgefunden haben. Also die waren dann richtig stolz auf sich. Das gibt es dann in WoW. Also wenn man so quasi so ein Diablo 3 Schatzgoblin tötet, dann hinterlässt er so ein Portal. Also durch das kann man hindurchtreten. Dann kommt man in eine instanzierte Version von vom Dämmerwald auf Jorgens Bauernhof und da spawnen dann ganz viele normale Kühe, ganz viele Tauren und der Kuhkönig, der so ein Geistertaure mit einer Krone oder so ist. Und dieses Pendant gibt es jetzt in Hearthstone. Und zwar passenderweise, wie immer, im Kartenhaus. Ich habe es schon einmal jetzt gemacht, weil das ist wirklich ziemlich umfangreich. Und zwar der Dunkle Wanderer. Ich glaube, der Dunkle Wanderer ist einfach nur der Wanderer, der quasi den Kuhkönig im Endeffekt darstellt. Also hier ist es dann im Endeffekt auch, also diese Kühe, die es da gab, das sind im Prinzip Tauren aus World of Warcraft in Diablo 1 gewesen, da gab es ja World of Warcraft noch nicht. Aber so im Prinzip vom Look, das passt schon. Der Dunkle Wanderer. Ein Fremder setzt sich an den Tisch, sein Gesicht von einer Kapuze füllt. Ein unheimliches Deck in Händen. Könnte die Geheimnisse lüften, die diesen dunklen Wanderer umgeben. Und ihr seht, ich habe schon 2 Siege, denn es gibt im Prinzip eigentlich sogar 3 Modi, wie man diesen Herren besiegen kann. Der normale Modus ist so ein bisschen an Diablo 1 angelehnt, zumindest was ich gelesen habe. Wie gesagt, ich weiß es nicht hundertprozentig. Der eine Modus ist quasi, man besiegt einfach den dunklen Wanderer und das ist dann relativ unspektakulär. Das ist dann der simple Sieg. Dann gibt es den schweren Event-Sieg, sage ich mal, mit dem Kuhkönig. Den muss man triggern, dass der ausgelöst wird und dann muss man den besiegen und der ist sehr schwer. Und das war auch das Besondere an dem Kuh-Level damals in Diablo 1. Und dann gibt es noch einen Twist, in dem man selber der Kuhkönig wird. Und vielleicht kann ich euch das zeigen. Ich werde einfach mal jetzt auf los geht's drücken. Ne, vorher zeige ich euch mein Deck. Diese Karten, die hier drin sind, ist natürlich ein halbwegs gutes Schurkendeck. Das hat so ein paar besondere Karten drin. Das habe ich mir tatsächlich aus dem Internet gesucht, weil ich den Typen einfach nicht kaputt gekriegt habe. Beziehungsweise, weil ich dachte, ich muss den Kuhkönig besiegen. Sonst hätte ich es auch so geschafft. Aber ich wollte halt alle 3 Methoden haben. Und deswegen habe ich mir das hier aus dem Internet gesucht, um diese 3 Methoden abzudecken. Also die Karten, die hier drin sind, die sind auch aus einem bestimmten Grund hier drin. Und man müsste die auch in einer bestimmten Reihenfolge benutzen. Und zwar, ja, ich starte einfach und dann erkläre ich im Spiel. Positioniere Helden. Basiskarten könnt ihr durch den Stufenaufstieg erhalten. Bla bla bla. Mein SSD ist... Valera gegen... Wer ich bin, geht euch nichts an. Also seht, wer ich bin, geht euch nichts an. Und der hat halt so eine dämonische Stimme. Und das ist im Prinzip, glaube ich, auch der Kuhkönig, der dann so klingt. Jetzt mal weg. So, ich habe hier, damit ich euch das erklären kann, also absolute Spoilergefahr, wie gesagt, es gibt 3
Möglichkeiten. Jetzt spielt er drei Geheimnisse, drei rote Diablo-Geheimnisse. Seine Heldenfähigkeit ist diabolische Kräfte beschwört einen zufälligen Wichtel. Also es kann ein normaler Wichtel sein, es kann dieser Wichtel sein, wenn man keine Karten mehr im Deck hat. Oder es kann der Wichtel sein, der hier Meichelsaß Wichtel, wenn man eine Karte abwirft, dass man eine Karte zieht. Oder der, der den Buff gibt für mehr ein Leben mehr. So, die Karten, die ich jetzt gezogen habe, sind schon mal scheiße. Die Freude ist ganz meinerseits. Es aus. Alles geht auch gar nicht. Gut gespielt. Danke. Wahnsinn, Fehler. Okay. Also erstmal spielt er so ganz normale Hexenmeisterkarten. Der Kuhkönig später ist eher so der Schurke. So, ich benutze jetzt einmal das Jade-Schuriken. Und zwar, es gibt Geheimnisse. Und zwar gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Geheimnisse, die man triggern kann. Und es ist so, man kann den dunklen Wanderer einfach besiegen, ohne die Geheimnisse jemals auszulösen. Also wenn man ein Deck baut, was diese Geheimnisse total ausgliedert, dann kann man einfach so gewinnen. Es gibt übrigens, alle Karten sind verboten. Also diesmal haben sie was Neues eingeführt, und zwar das Verbot von Karten über den Standard und den Wildbogen hinaus, dass man diese Karten, die Geheimnisse zerstören oder die Geheimnisse klauen, die kann man nicht benutzen. Denn passiert es hier hin und wieder mal, dass halt random was spawnt, genau wie in Diablo alles randomized. Also wenn ihr was tötet, kann sein, dass das spawnt. Es kann auch sein, dass es einfach gar nichts spawnt, nichts passiert. Jetzt gucken wir mal. So, das ist schon mal eine Vision des Beschwörers. Das ist halt eine der Klasse aus Diablo, denke ich mal. Was hat das jetzt gemacht? Ah, wenn man, wenn euer Gegner einen Diener mit Todesrechnen herbeiruft, wird der herbeigerufene Diener vernichtet, was gut ist, weil deswegen ist zum Beispiel Blutmagier Thanos drin, damit man da nichts verliert. Der hat, und es gibt doppelt und dreifache Methoden, also ich wollte das erstmal klären. Man kann halt den dunklen Wanderer im Prinzip umgehen, ohne diese Geheimniskarten, also zum Beispiel den mysteriösen Herausforderer, oder wie der heißt, diese 6-Mana-Karte von Paladin, die alle Karten, ach nee, die spielen ja die eigenen. Aber dass man halt seine Geheimnisse zerstört oder klaut, das geht nicht. Also diese Karten sind komplett verboten über den Standard und den wilden Modus hinaus. Man kann sich aber quasi ein Deck bauen, das diese Karten nicht auslöst. Also wenn man zum Beispiel nur Karten nimmt, die wie der hier keinen Effekt haben oder halt einen Effekt haben, wo nicht dran steht Kampfschrei, Spott oder so, sondern einfach nur so ein Effekt. Beim Priester gibt es da zum Beispiel ganz viele von. Kann man ihn einfach so besiegen, oder bei legendären Karten, also keine, die Todesröcheln, also diesen dicken, schwarz gedruckten Effekt haben wir hier, Kampfschrei und Todesröcheln. Und die ganzen Karten, also Beschwörer ist jetzt zum Beispiel Todesröcheln, weil der Beschwörer, es ist eigentlich der Necromancer, oder? Okay, der heißt im Deutschen Beschwörer, also der Nekromant. Klar, Nekromantie, Todesröcheln passt. Dann spawnen hier halt random Goldtruhen, Waffenständer und Rüstungsständer, wo man halt genau wie in Diablo halt die drei Sachen in der Goldtruhe kriegt man. Todesröcheln, der Spieler, der im Zug ist, erhält Gold. Also wenn ich die in meinem Zug töte, kriege ich Gold, und er benutzt öfters mal Zauber, um die selbst zu zerstören. Da kriegt man dann 2 Münzen, also hier diese, die einen Mana-Punkt mehr geben für diese Runde. Dann gibt es den Rüstungsständer, er gibt einem 5 Rüstung, und dann gibt es den Waffenständer, er gibt einfach dem, der gerade am Zug ist, eine zufällige Waffe, und den zerstört er gerne selber, um einen Schaden machen zu können. So, ich benutze jetzt einfach mal Mäulchen, weil ich glaube, Zauberkarten lösen das auch aus. So, können wir schon mal von ausgehen, also ich kann jetzt Zauber nutzen, wie ich lustig bin, weil er wahrscheinlich keine Karte hat, die auf Zauber eingeht. Also es gibt, ich gehe einfach mal die Geheimnisse durch, damit ihr sie alle mal gesehen habt. Wie gesagt, ich habe das ja extra drauf, weil ich diese drei Varianten sehr interessant finde, und die machen diesen Brawl sehr umfangreich. Also es gibt die Vision der Amazone, die sorgt dafür, ich muss kurz mal auf einen anderen Bildschirm. Bei Kampfschrei kriegen beide ein Spiegelbild, also dieses 0-2-Ding mit Spott vom Magier. Assassine, wenn es einer mit Stealth ist, also hier ein verborgen, wie heißen die denn? Verstohlener. Barbar ist, wenn man Ansturm hat. Achso, beim Assassinen ist es denn, alle Diener kriegen einen Dolch. Keine Ahnung, ob die dann stärker werden, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich habe welche mit Verstohlenheit drin, und zwar hier diese Jadeschwärmer. Denn der Barbar ist bei Ansturm, dann passiert Thunder Fury, das ist was Krasses aus Diablo, also das ist quasi so ein Meme, ich kenne den Begriff. Donnerzorn ist ja auch die Klinge aus World of Warcraft, also ist ein bekannter Name aus dem Blizzard-Universum. Ist meistens halt so ein Donnerschwert, also da passiert irgendwas Krasses. Dann beim Kreuzfahrer passiert
wenn man einen mit Spott beschwört, die habe ich auch im Deck, also deswegen, das habe ich alles drin. Alle Diener haben noch einen Angriff. Den Nekromanten hatten wir gerade, also den Beschwörer. Dann gibt es den Zauberer. Wenn man einen Diener mit Zauberschaden, achso, das wäre Teil Neues gewesen, dann beschwöre zwei Wächter. Und das wäre jetzt zum Beispiel gewesen, also hätte er zum Beispiel das gehabt, hätte er, was war das gerade? Den Nekromanten, den Zauberer und die für die legendären Karten, hätte ich alle drei mit einer Karte mit Blutmagier Talnos nur auslösen können. So, dann gibt es die Vision des Schicksals, wenn der Gegner stirbt, also in diesem Fall ich, dann rettet er mich. Und dann wird es noch schwieriger. Dann gibt es die Vision des Hasses. Wenn beide 15 oder weniger Leben haben, dann passiert hier Brawl vom Krieger, wie heißt das auf Deutsch? Das Scharmützel, dass alle sich prügeln und nur einer übrig bleibt. Dann gibt es die Vision der Ehre, glaube ich, oder irgendwie sowas in der Art. Das ist halt beim legendären Diener und dann kriegen alle Windzorn. Und dann gibt es noch die Vision des Wissens. Wenn man 9 oder mehr Karten in der Hand, dann werden alle Karten auf einen Mana auf Kosten 1 gesetzt. So, und eigentlich ist am Anfang jetzt das größte Problem und die größte Herausforderung, irgendwie ins Spiel zu kommen. So, jetzt zum Beispiel Kampfschrei triggern, was war das? Ich glaube, der Kreuzfahrer. Hat er auch nicht. So. Das ist immer schwierig. Man muss halt versuchen, alle zu triggern, um in dieses geheime Pool-Level zu kommen, quasi. Ansonsten besiegt man entweder ihn irgendwann oder er besiegt einen. Oder das Spiel geht einfach ewig lange, bis beide Decks leer sind. Der hat. Okay, sein normales Deck ist relativ klein. Das vom Co-König kriegt man kaum leer. So. Ich mach mal lange Finger, um eine Karte zu klauen. Oh, Lord Geraxus. Das ist schon mal nicht schlecht. Nehme ich jetzt mal das Shuriken. Oh, hätte ich da auch mal. Das Gute ist, wenn man ihm vorher die ganzen Hexmeister-Karten klaut und dann später der Kuhkönig ist oder er ist der Kuhkönig, kann man damit viel anfangen, weil der Kuhkönig hat dann. Also man hat dann die Hexmeister-Karten gegen einen Schurken mit Dämonen. Also die ganzen Schurkenkarten, die er da hat, sind im Prinzip alles Dämonenkarten. Das ist uncool. Todesröcheln ist es ja nicht. Also die beiden sind jetzt eigentlich obsolet. Zum Beispiel hätte auch niemanden gewundert, wenn er sich selbst damit verletzt hätte. Weil er das öfters macht. Ich brauche mal ein paar viele Münzen. Ich mal direkt aus, damit ich sehe, wie viel Mana ich habe. 9. Was soll ich noch spielen? Die Erde-Schuriken spielen? So, mein Cleave dürfte nichts passieren, weil Combo ist halt nur eine Schurkensache. Machen wir direkt noch eine Runde. Also wie gesagt, es reicht auch ihn einfach nur zu besiegen, um die Geheimnisse geht es da nicht. Dann kann man hier noch Rekorde aufzustellen. Man kann halt nur 3 Geheimnisse aufdecken, dadurch kommt man ja in das Cool-Level. Und als Belohnung gibt es diesen Kartenrücken, den er hat, also es gibt diesmal keinen Booster. Und da ist es egal, also ihr könnt es lame machen und einfach nur den dunklen Wanderer besiegen. Ich habe es damit gemacht, meinen zweiten Sieg, indem ich selbst der Kuhkönig wurde. Und ihr könnt natürlich auch versuchen, den Kuhkönig zu besiegen. So. So, jetzt nehmen wir alles. Der Raptor ist auch gut. Ich werde nur den SEO übernehmen. Der hier ist einfach nur nützlich wegen der Combo, aber den braucht man nicht, um irgendwas zu triggern, weil, wie gesagt, Combo ist eine einzige Schurkenfähigkeit. Die haben nur Schurken. Deswegen wäre das doof. Ich hab hier Ich mit Todesröcheln. Wird vernichtet, okay. Also hat sich schon gelohnt, eigentlich. Hab dadurch nichts verloren. Das ist der Punkt. Das ist jetzt hier zum Beispiel dieser Waffenständer. Um die Combo zu triggern. Schon den zweiten Jade-Golem. Also mit den Jade-Golems kann man sich wirklich so versuchen, im Spiel zu halten. Das funktioniert auch relativ gut.
Peter Jenkins ist halt einer der wenigen in meinem Buch Charts haben. Das ist quasi noch so die notgedrungene Variante. Jetzt habt ihr übrigens gesehen, ich habe eine Waffe bekommen, dadurch wird halt meine Heldenfähigkeit ein bisschen obsolet, was mir schade ist. Aber das ist halt so nett. Jetzt ist, wenn man zum Beispiel, also ich habe ja lange Finger drin, um ihm Karten zu klauen, was einfach mehr Spaß macht. Nützlicher wäre natürlich jetzt zum Beispiel, also das kann man auch wirklich machen, das sollte man vielleicht sogar auch machen, wenn man es leichter haben will, um hier, wer ist das, Dolchfächer, damit man die ganzen Schwachen kriegt. Wer ist Dämonen? Er versucht die halt immer alle auf 1 zu halten. Dadurch lohnt sich das Dolchfächer noch. Und jetzt zum Beispiel kann ich wieder zwei gleichzeitig alleine schon mit Leroy Jenkins triggern. Deswegen spiele ich ihn jetzt, auch wenn es hier in diesem Moment kein guter Punkt ist. War nicht einer davon. Das ist natürlich richtig gut. Also sie sind wirklich nur da, um zu triggern. Also die ganzen Todesbrecherkarten sind drin für einen Zot, damit man später dann, wenn die zweite Phase mit dem Kuhkönig startet, überhaupt was auf dem Feld haben kann. Sonst haut er einen zack, zack, zack und ist verloren. Das ist leider wirklich so. Den hatten wir vielleicht schon, weiß ich gerade gar nicht. Ihr seht, hier sind halt alle super schwach, die er hat. Aber es läppert sich. Jetzt mal ist ich habe keine Zeit für Spiele. Es wird noch viel besser. So, jetzt muss ich wahrscheinlich auf 15 runterbringen, weil er bestimmt wieder die. Niemand darf überleben! So gut wie ein Element. Euch die Fische. So, was können wir denn noch versuchen? Also wir brauchen auf jeden Fall noch den Spotter und aufs Maul kriegen. Kaufen oder verkaufen. Hey, und tschüss. Alles gut? Mal erstmal gucken. Weg. Also so von der Combo her funktioniert das immer sehr gut. Aber er macht halt trotzdem weiter Schaden. Das ist halt das Gefährliche. Wenn wir jetzt noch einen Zauber aufmachen, dann ist er tot. Dann haben wir quasi schon eines Silvanas abgenommen. Schreibt mich nicht so an! Und ab jetzt wird's kritisch. Muss das sein? Ziemlich gefährlich. Los geht's. Los geht's. Und tschüss. Zum Beispiel die Münzen kann man richtig gut dafür nutzen, um das eine Geheimnis auszulösen, wofür man neue Karten auf Hand haben muss. Da hat man irgendwann ganz viele Münzen auf Hand, das ist aber wurscht. Statt die einfach rauszuknallen. Muss das sein? Merke übrigens, ich habe die falsche Karte im Deck. Mir ist das Deck falsch aufgeschrieben. Der Bukanier müsste nämlich eigentlich der Piratengauner sein. Das war völlig falsch. Okay, Tentakel statt Arme, das ist. Das tut weh. Los geht's. Niemand darf überleben. So, und ab jetzt muss ich mich eigentlich nur noch verteidigen und das ist das Problem. Wie gesagt, ich könnte ihn jetzt einfach besiegen und es wird nichts passieren. Das ist wirklich so. Das ist kein Witz. Was denn war das? Außer war das noch. Diese ganzen nutzlosen Wichtel, die sind auf Dauer echt extrem nervig. Vor allem durch dieses ganze Leben gebuffe.
Gelingen getestet. Wichtel. Bin ja schon dabei. Muss das sein? Wobei, das war nicht mal, diesmal nicht mal der Hunde zu wichtig. Was hier passiert? Das könnte cool sein. Niemand darf mehr. Freu mich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich guck mal kurz. Okay, 9 oder mehr, also. Das Lustige ist, dadurch würden die Münzen teurer werden. So, was könnte ich denn noch triggern? Also, unter 15 Leben sind wir auch beide. Das heißt, entweder er muss mich killen und oder killen, oder ich muss. Schreib mich nicht so an! Ja, entweder ich muss sterben oder. Ist noch was? Ich brauche wahrscheinlich den Spotter. Also ich kriege ihn einfach nicht. So gut wie er den. Und mein Feldzeug spawnen bringt mir gerade null. Also es ist wirklich nur, um den Kuhkönig zu triggern. Das ist jetzt nicht, dass ich sie unfassbar krass brauche. Ich brauche sie eigentlich in dem Moment nur, wo ich ihm die letzten zwei Geheimnisse abnehme. Da ist er. Hä? Ich verwirrt. Mehr gibt es doch gar nicht. War das diese Runde mit Magier Thanos direkt am Anfang? Ein Zod zum Beispiel dürfte ich jetzt gar nicht spielen, den muss ich mir wirklich für Savannas aufheben. Niemand darf überleben. Warum bist du beschützt? Ich habe doch bloß gewarnt. Los geht's. Er muss mich wahrscheinlich killen und das ist das Problem. Aber ich meine, wir haben irgendwann beide fertig gezogen. Irgendwann ist das ja vorbei. Scheiß Tentakel. Schreib mich nicht so an! Schreib mich nicht so an! Okay. Hört auf mich diese Runde. Danke ihm. Ha! Hat mir nicht mal was gebracht. Ich glaube, jetzt muss ich Savannas Niemand opfern. Darf überleben! Ja, so wieder dazu. Los geht's! Level zu triggern, ist echt ätzend. Los geht's. Sollen wir auch mit den Karten aufpassen. Stimmt, er rettet mich auch einmal. Wenn er mich dann rettet, dann ist das.
der einen Runde habe ich Krieger-Head-Fähigkeit bekommen. Durch die Karte, die ich ihm eben geklaut hatte. Zu schnell. Das war ziemlich cool. War echt nützlich. Oh, Brief. Den hebe ich mir auf. Los geht's. Mehr Seele. Ich kann mich jetzt nicht mehr schützen. Scheiße, hätte ich jetzt einen Zott spielen müssen? Hätte. Fuck. Wir müssen es riskieren. Yes! Ach scheiße, jetzt kommt er an dem wieder nicht vorbei. Schreib mich nicht so an! Gucken, ob das klappt. Los geht's. Schützt er mich nicht? Was waren jetzt die letzten... Jetzt weiß ich nicht, was die letzte Fähigkeit war. Ich weiß nicht, was gefehlt hat. Vielleicht hätte ich ihn das wirklich machen lassen. Na gut, wir machen noch einen Versuch. Wir wissen, dass man mal den scheiß Kuhkönig sieht. Jetzt hätte ich mal die Karte wechseln können. Moment, das kann ich noch machen. Ich gebe ab. Ich weiß auch, warum die eine Karte so sinnlos war. Das hätte ich immer gewundert. Weil die Wichte haben ja immer nur einen Ding. Was soll ich denn mit dem Kukanier? Das geht nämlich um den hier. Kommt davon, wenn man Decks aus dem Internet kopiert, macht das nicht. Denkt euch eigene Decks aus. Aber ich habe das ja nur genommen, weil ich damit alle drei Sachen triggern kann. Valera gegen Valera. So, sieht zwar schon mal viel besser aus. Seid auf der Hut. Schon mal zwei der wichtigsten Karten direkt am Anfang gezogen. Ja, ist in Ordnung. Mit Edwin Van Cleef habe ich die eine Runde komplett klack gewonnen. Dreimal angegriffen, der hat über 10 Angriffe. Hat er direkt verloren. Schreit es aus! Mach es weg! Der dunkle Wanderer. Das ist nämlich auch ein Kampfschrei, weil der Bukanier, der hatte ja gar keinen, also er hat den Effekt immer, wenn man eine Waffe anlegt, aber keinen dickgedruckten, also kein Kampfschrei, kein Spott. Jetzt macht das Deck auf einmal Sinn. Das hätte ich ja nie für möglich gehalten. Los geht's. Schön auch wie Jiraxus in der Ne, mein Spiel hatte ich. Ach ne, das war. Ich war gerade noch, wo ich den Jiraxus geklaut hatte. Ich erinnere mich auf die Geburt. Los geht's. Im Prinzip ist es auch einfach nur Glück, da hast du noch einfach drei normale Secret Moves. Da muss man halt einfach. Bin ja schon dabei. Muss das sein? Lucky sein. Glück haben. Ja. Ich kann nur Kampfschlafen, das ist auch blöd. Ah, schreib mich nicht so an! Ziemlich kacki. Stirbt jetzt noch in seiner Runde, ne? Not cool. Fuck, das war die Todesrechelkarte. Und auch noch die Spotkarte. Goddammit. Der war ein Rambazamba hier. Yeah.
haben. Kaufen oder verkaufen? Die Runde ist echt. Damit könnte ich mich dann aber wenigstens erstmal eine Weile lang beschützen. Wow. Los geht's. Arsch. Das Ei hat er bei mir sonst noch nie gespielt. Ich hab das erste Mal gesehen. Wilfried spielen, muss ich nicht. Alles klinisch getestet. Ha, so gut wie er. Entschuldigung. Los geht's. Ich kann mich ja nicht beschweren. Schreib mich nicht so an! Angegriffen. Ja, Van Cleef bringt mir nichts. Werfer. Okay. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Muss das sein? Leroy. Das könnte kurz wehtun. Okay.
war es auch nicht. Die Zeit ist um. Auf geht's. Los geht's. Dann kann es doch nur noch sein, dass er mich umbringen muss, oder? Jetzt habe ich ja wirklich alles ausgespielt. Ach, und neun Karten auf der Hand. Not cool. Los geht's. Schon, als ich auf 15 und das war's. Das ist gerade das Problem, das größte. Ich brauch diese Kisten mit den Münzen wieder. Los geht's. Ja, ich hier. Muss ich das auch selber machen? Das ist das Ziel. Los geht's. Da auch echt immer die Nerven. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Sound. Jetzt auch nicht einfach nur. Das sind genau die letzten neun Karten, die kriegen wir. Fick dich. Tschüss. Och Gott, geht das schon wieder los. Vorstellen, wie anstrengend es vielleicht sogar damals in Diablo 1 war, das zu triggern. Keine Sylvanas. Scheiße. Ich kann klauen. Toll. Ich komme aus der Leere. Sylvanas hatte ich aber auch noch nicht da. Ne? Eure Seele. Na gut, war das gerade dumm, aber
Na ja, gut. Der Böse in den Meter. Das Portal öffnet sich und ist ein König. Kann ja noch ganz viele Kühe beschwören. Okay, die Tentakel. Ich habe fast keine Karten mehr. Ich sehe die Karten aus. Und da ist Sylvanas. Ein bisschen spät. Ein bisschen spät als nie, aber. Ich finde das trotzdem nicht. Los geht's. Und Face. Ich habe keine Zeit für dich. Ich glaube, ich gegen den Kuh würde ich trotzdem noch gewinnen. Diese Höllenbullen, da seht ihr, Toastreich mischt eine Kopie dieser Karte in euer Deck. Und solange einer stirbt, ich habe keine Karten mehr. Kann er eine ziehen. Also er hat eigentlich unendlich viele Karten. Ich hab 2, 4, 6, 8. Niemand darf überleben. Oh, scheiße, das war dumm. Achso, das kann ich nicht. Das wollen wir aber nicht. Los geht's. Mal gucken, ob wir gewinnen oder nicht. Du, nicht neben Schneeball! Steht auf der Kugel. Hier steht übrigens jetzt immer was auf sich. Okay, wir haben verloren. Aber jetzt habt ihr den Kuhkönig mal gesehen. Ihr seht, was das für ein Aufwand ist. Ich hoffe, in WoW wird das nicht so ein Aufwand. Wir nehmen ja Sonntag WoW auf und dann. Mal gespannt, was so passiert. Ihr habt gemerkt, das ist ein Riesenaufwand für im Prinzip nichts. Also ihr könnt wirklich auch einfach den dunklen Wanderer besiegen. Das war jetzt einfach nur just for the lulz. Ja, das war das Diablo-Event in Hearthstone. Ich mach mal kurz, ihr seht das glaube ich nicht. Ich hoffe, ihr seht das nicht. Gucken wir mal kurz. Ich mache mal kurz das Battle.net off. Also, wie gesagt, in World of Warcraft gibt es das Q-Level. Indem man so einen Schatzgoblin tötet, die gibt es überall auf den verheerten Inseln, in der Schattenseite von Dalaran und in Dungeons, in Raids weiß ich nicht. Und dann kann man halt mit seiner Gruppe dahin. In StarCraft gibt es Porträts, in Diablo 3 gibt es das Diablo 1 Level, wo man in die Kathedrale von Tristram hinabsteigt und den Original Diablo 1 Diablo tötet, den Maskulin, also in Diablo 3 ist es ja der Feminine, mehr oder weniger, also der weiblich aussieht. In Hearthstone habt ihr gerade gesehen, in Heroes of the Storm gibt es bis heute noch, also wenn ihr diese Folge seht, könnt ihr es heute noch machen, bis Donnerstag, bis in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 6. und 7. Januar, könnt ihr noch die Silberne Stadt, also von den Engeln die Stadt machen, das ist ein Aram, also 5 Helden gegen 5 Helden auf einer Lane mit ein paar Dienern, 3 Heilkugeln und 2 Söldnerlagern, Belagerungscamps. Und in Overwatch gab es auch ein Anzeigebild, also ein Profilbild und 6 Sprays, glaube ich, für die 6 Standardklassen, glaube ich. So, das war's für heute mal wieder, eine Zwischenfolge in Hearthstone. Wir sehen uns dann wieder in Hearthstone, wenn irgendwann im Frühjahr dann die nächste Erweiterung kommt. Also es dauert noch ein bisschen, das ist dann auch wieder nur eine Kartenerweiterung, also da gibt es dann auch nicht viel. Wenn irgendwas anderes Interessantes, Cooles kommt, dann werde ich das aufnehmen und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten zeige ich das auch alles mal in den anderen Spielen. StarCraft werde ich irgendwann, wenn ich The Witcher fertig habe, auch mal fertig machen. Endlich. Ja, und das war's dann für heute mit Hearthstone. Wir sehen uns in den anderen Videos wieder. Haut rein. Ciao, ciao.